Moin. Morgen. Mama, Milch Cornflakes. Schreibt das schon. Oh. Vor allem sieht es aus wie so eine. Kennt ihr die Frisuren? So aus den 80ern, 90ern? Menace to Society? Der Prinz von Bel Air? Schauen? Diese Nachricht, ich vergesse das nicht dauernd. Was für eine Nachricht? Was einer dir geschrieben hat. Man muss mir doch einfach nur sagen, was der geschrieben hat. Siehst du, ich habe nämlich irgendeine SMS bekommen, aber irgendwie an Marlies und Marlies vergisst dauernd mir irgendwas. Nicht in Absicht gewesen, aber ich. Doch, ist schon was Schönes. Ich habe das total vergessen. Habe. Ja. Ich suche eine gefühlte Ewigkeit für mein Colonel-Retro-Projekt. Ein Satz IRC. Reifen 26 Zoll Skidmore. Fahren kostet ja bekanntlich nichts. Du hast zufällig. Nicht zufällig. Diese in deinem Fundus. Ist das? Nee, ja, warte mal. Hallo Marlies, schreibe dir, weil dein Mann noch nicht auf meine SMS geantwortet hat, die ich ihm am Mittwoch geschrieben hatte. Würde mich freuen, bezüglich des Inhalts der SMS auf dem Handy von Tommy von euch zu hören. Achso, deswegen konnte ich mich ja nicht erinnern. Ein schönes Wochenende und. Oh Mann, ich hab doch mein Handy so aus, ey. Dann schreibe ich ihm zurück, dass das Handy von dir aus ist und dass er. Dass die SMS hier nochmal schicken soll. Fantastisch. Habe ich einen Löffel? Ganz viele, meinst du? Okay, okay, Bock. Ich stehe auf und hole dir einen Löffel aus, dass der direkt neben dir steht und tue sie genau ins Nein, bitte nicht. Loch. Eben nicht, eben nicht. Das ist ein Herzloch, Mensch, sogar aus Versehen. Ja, natürlich aus Versehen. Oh. Ich hab Schwenkschaum. Ich vergiss ganz, Papa. Habt ihr schon mal Schwenkschaum gesehen? Papa, lass es. Papa, es ist dein Taum. Thomas, gerade, was ist mit deinem Auge? Oh, gut. Haben sie aber nicht ordentlich gekippt, die Tonne ist noch halb voll. War ein bisschen verdichtet offensichtlich. Alles nicht mehr so, wie es früher einmal war. Das war so. Oh, mein Schlüssel ist weg. Naja, weg ist er nicht, jetzt oben vom Bummel. Ey, das ist echt scheiße, Mann. Normalerweise liegt mein Schlüssel hier und dann ist gut. Aber jetzt ist er einfach nicht da. Jetzt kann hier wahr sein. Ein Tag frei und der Schlüssel verschwindet. Und man wird irre, wenn man ihn nicht wiederfindet. Zum Kotzen. Ja, mein Schlüssel ist immer noch weg. So, das nervt mich total. Nervt einen ja total. Und ich bin ganz schlimm bei sowas, ja. Deswegen mache ich jetzt den Laden zu und werde jetzt oben den Schlüssel suchen. Also. Oh, der Horrormorgen hat ein Ende.
Der Schlüssel ist wieder da. Ey, und das hat nur 3 Stunden Horror. Nur 3 Stunden Horror. Oh, weißt du, ey, ich weiß ja nicht. Also ich nehme mir sowas ja immer sehr zu Herzen. Wenn man so trottelig sein kann, diese Schlüssel zu verlieren. Und sie sind ja nicht mal verloren. Das ist wieder so eine Situation gewesen, in der ich so nebenbei, ne, den Schlüssel, ah komm, wirst angesprochen und klack, machst den Schlüssel erstmal da. Legst ihn erstmal da ab, da ist er sicher. Kommt ja nicht weg. Kommt ja auch nicht weg, ist ja richtig, aber man hat es nicht abgespeichert, nicht hier oben drin. Diese Schille. Wie geil wäre das früher mit so einem, kennt ihr noch diese Schlüsselfinder? Keyfinder. Da hast du einfach so gepfiffen, so. Und der. Kennt ihr das noch? Wie geil ist denn sowas, ey? In so einer Situation, du gehst pfeifend durch die Bude und das Ding reagiert. Ey, das wäre der Hammer. Was ein das an Zeit erspart hätte und an. Naja. Er ist da. Ich freue mich total. Ich bin richtig erleichtert. Gut, er ist da. Jetzt kann der Tag beginnen. Jetzt haben wir wahrscheinlich schon um 1 oder so. Oh, vielleicht geht es ja einem von euch auch so, die können das dann nachvollziehen. Ah ja, 11:30 ist es. Der Tag kann beginnen. Yay! So, was machen wir jetzt? Ich mache hier einen Aufbau, also ich fange einfach wieder mal einen Aufbau an. So ein typischer Dummy-Aufbau, so ein Rad, was total unattraktiv ist, eigentlich auf den ersten Blick. Ist so ein alter, uralter Olympia-Rahmen. Also ich finde den ja sehr attraktiv, aber die meisten von euch werden den wohl sehr unattraktiv finden. So, nun könnte man überlegen, was macht man jetzt mit diesem Olympiarahmen? Ja, der Rost hier und da und dort. Aber genau das macht den Rahmen ja schon wieder für mich so attraktiv. Vielleicht bin ich da auch so ein bisschen so ein Nischen-Mensch, ja, der da irgendwie so Dinge mag, die andere überhaupt nicht mögen. Und kein Wunder, dass ich dann sowas eben so schwerlich verkaufe. Fakt ist, ich finde, das Ding hat ordentlich Patina. Ich würde den dennoch, aber eben finde ich, ist es ein guter Rahmen. Also ich baue den auf. Ja, ich habe den Rahmen blank gemacht vor 2-3 Jahren schon. Und im Grunde genommen bediene ich ja auch damit immer so diese Leute, die irgendwie so Videos haben wollen von meinen Rädern. Das wird ja eins meiner Räder. Das ist schon seit Jahren eins meiner Räder. Ich habe immer gehofft, dass ein Kunde sich findet, der sagt, der baut mir selber auf, weil will ich haben, will ich. Finde ich gut, so einen alten Rahmen auch wieder herzurichten. Meine Überlegung war immer gewesen, soll ich den lackieren oder nicht? Und ich bin zu dem Entschluss gekommen, ich will den nicht lackieren. Nicht aus Kostengründen, weil meine teure Räder habe ich ja genug schon hier rumstehen. Ja, nicht deswegen unbedingt, ja, also das macht mir auch nicht aus, sondern einfach nur, weil es kauft am Ende halt keiner. Wenn es dann zu shiny ist oder so, dann haben sie nämlich Angst, der wird da wieder geklaut und so. Ja. Deswegen, das ist die Berliner Tarnkappe. Die Technik kommt komplett neu. Und der Rest ist alt.
Ja. Das Mal ist ja vorbei, der kommt nicht mehr. Naja, der kam dann irgendwann und meinte Ja. dann, ja, er hat es nicht geschafft irgendwie. Und naja, gut, schade. Ist egal. Du, wie gesagt, bei mir kommst immer wieder Leute dazu. Doch toll. Und ich habe auch hier noch zu tun mit anderen Sachen. Das ist jetzt nicht ganz so wichtig. Macht schon Spaß hier so. Jeder, wenn am Ende wieder Funst funktioniert hier. Schon geil. Ist ja alles neu gemacht. Ich habe einen kleinen Reisewecker auseinandergebracht, also aus dem Hüller, habe den da reinigt, habe ihn weggelegt, läuft wieder eins, dann baue ich den ein, läuft nicht. An was liegt jetzt? Am Gehäuse, das Schleift eventuell am Gehäuse her. oben Da, wo die zu unten eng ist. ist. Genau. Ja. Das Ja. ist typische Macke, wenn das so bei den Dingern. Da musst du ein bisschen an den Schrauben, sind ja vier Schrauben, die du zu festhalten, sind ja vier Schrauben. Das wären. Nein, du steckst es rein Ja. und oben und vorne ist ein Glas mit Gewinde. Also du kannst es von vorne so erstmal festmachen, Ja, dann dann mach. hält es und dann hinten diese kleine Platte drauf. Ja, dann musst du vorne am Glas, dann musst du Ja. eher von der Unruhe weg, Ja. ne? Eher so runter, so ein bisschen runterdrücken und dann fixieren. Runterziehen. Ja, das ist ganz minimal, aber das ist tatsächlich, das liegt dann daran. Dann habe ich doch das so. Ja. Das ist bei den Weckern Ja. manchmal die Macke tatsächlich. Ja. So, mal hier, Mensch, siehst du? Und Ja, dann sag ich muss dich dann mal fragen. habe ich auch schon gehabt, so was. Ja. Und dann denkst du mal, hey, was ist denn mit denn? Schwingst du das an, dann geht das noch so, und dann hört es wieder auf. Ja. Das ist Spannung auf mir am Gehäuse. Ja, Spannung. das ist irgendwie. Muss mal. Geht wieder. Na, leicht wird das nicht, das Rad. Beim Chronometer ist ja die Komplikation, schwächt ja auch die, also hier alles, was du mit zuschalten kannst, Stoppfunktion oder so, schwächt ja auch die Kraft. So ein bisschen der Unruhe, gibt so ein bisschen mehr Hemmung sozusagen. Beim Wecker ist es ja simpel, eigentlich. Da ist ja nichts, ne, was da mitläuft. Aber es kann nur gut sein, sogar zu haben. Ja. Chronometer-Öl. Ja, und bei einer Armbanduhr ist es ja noch feiner, alles. Oh, Ist ja, nee, auch noch. das Also, ich glaube, da kannst du Armbanduhr kannst nicht. glatt beim Wecker, könnte man, wenn es ein Junghanswecker oder irgendwas ist, kannst du glatt mit feinem Öl ran, aber würde ich nie machen. Also, ich würde immer Uhren. Öl und nur Chronometer, das kostet ein bisschen Geld, aber ach, ist ja auch nicht so viele. Da braucht man ja nur einen Tropfen. Ist ja nur nicht so, dass du täglich hier rumölst wie an so einem Fahrrad jetzt hier, sagen wir mal. Nee, Da hast du ja Gottes einen Verschleiß hier von dem Zeug. Willen. So, Berliner Tarnkappe ist bald fertig. Der Berliner Tarnkappenbomber. Aha. Tarnkappe war rostig. Ja. Ist ja, aber schön, alles neu. Alles neu? Alles neu, außer Ja. der Rahmen und Gehalt sozusagen. Alles andere ist überarbeitet, schön gemacht. Berliner Tarnkappe. Berliner Tarnkappe. Du kennst doch diese großen Tassenuhren, diese Bahnhofuhren nennt man das. Eisenbahnuhren. Ja, Von Eisenbahnuhren. Doxa. Ich weiß nicht, Die welche meisten Firma. sind von Doxa, Ja. 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 Ist das eine gute Firma? Ja, Doxa ist an und für sich eine gute Firma, aber die Eisenbahneruhren sind eher einfache Uhren, ne? Einfach solide mit Rostkopf-Patent. Ja. Ja. Und die sind auch sehr haltbar. Eben, die sind sehr Ja. haltbar, genau. Ja. Die sind einfach, aber haltbar. Seid ihr wieder da? Sie kommt gleich mit dem Paket und schreit die ganze Zeit, ich will Pizza. Oh Mann, ey. Das ist eine Bande. Das siehst du, dann gibt es jetzt gleich Essen. Dann muss ich erstmal was essen. Ja. Willst du schon mal hochbringen? Den Tisch und die Stühle da vorne?
Und wie lange laufen die? Mitunter jetzt welche, die 8 Tage laufen. Die 8 Tage Werk drin haben. Ich dachte, die, ja. Aber die einfachen 36 Stunden. Ach so. 36 Stunden ist normal. Naja. Aber es gibt auch welche mit 8 Tage Werk, richtig. Die haben natürlich oh. nicht Patent Rosskopf, sondern. Eptomas. Eptomas sind die dann, die 8 Tage Uhren. Ja. Das Einzige, was mir bei der Uhr nicht gefällt, ich finde nicht die Schraube, die am oben die Krone festhält. Finde ich nicht. Ja, aber bei diesem einfachen Rostkopf ist ja einfaches Werk. Da kann es sein, dass es entweder ein Bügel ist. Ja. Oder eben so ein Pin, den du drücken musst. Ja. Den darfst du aber auch nicht drücken, bis. Bis auf der anderen Seite rauskommt, sondern einfach nur so ein bisschen andrücken, weil das ist ein gefederter Pin. Einfach. Ganz leicht. Ganz leicht. Minimal. So wie bei Taschen, bei Armbanduhren dann später auch gemacht. Oder so. Mhm. Da ist ja auch nicht immer eine Schraube. Mhm. Und wenn ich die Krone raus habe, dann löst sich ja das Ohrwerk von alleine geht's raus. Da sind Halteschrauben drin auch, ne? Die musst du vorher lösen. Ja. Die Uhrwerk-Halteschrauben, die setzen ja auf dem Rand auf. Ja. Mhm. Ja. Da sind zwei. Mindestens zwei Halteschrauben müssen drin sein. Ja. Am Rand. Von hinten. Wenn Glück habt, sind drei drin, ne? Mindestens zwei, eigentlich sind es drei, aber mindestens zwei. Ja. Und die musst du entweder nur anlösen. Das sind Schrauben, die entweder auf der einen Seite der Kopf so eingeschliffen ist, ja. Dann müsstest du sie nur so drehen, dass du das Uhrwerk nach vorne rausnehmen kannst. Aha. Naja. Wenn es aber welche sind, wo es richtig reingeschraubt ist, dann musst du sie komplett lösen. Jetzt siehst du aber, welche das sind. Wie gesagt, am besten ist, du kommst damit vorbei, dann gucke ich mir das gerne an. Ja. Das ist ja meine Winterarbeit halt. Da mache ich immer mit Uhren viel. Mhm. Ja. Da gucke ich mir das an und da kann ich dir das ganz genau sagen. Was und wie und wer und wo. Und wie es funktioniert. Werkhalteschrauben. Heißen die richtig. Aber da gibt es auch im Internet Haufen Zeug. Also mittlerweile ist das da alles nicht mehr so wie früher, wo man dann sich das selber so beipuzzeln musste. Da kannst du heutzutage, schlägst die erste Seite auf da oder rufst du auf und dann zeigen sie dir, komplett wie es funktioniert. Naja, ich war ja da eher so in den Anfängen. Noch, naja, es war mit dem Internet noch nicht so dolle. Da habe ich damit angefangen. Das noch aus dem Buch gelernt. Uhrmacherbuch. Da ist alles drin. Ja. Was ist das hier? Tatsächlich so ja noch zu weit draußen, das ist ja unglaublich. Kittenlinie. Dann machen wir die gut, von die andere Seite und dann passt das. Komm ich mal wieder vorbei. Genau, na und ich gehe jetzt nach essen. Und du hast ja mir mal gesagt vom halben Jahr, immer montags, da ist kaum was los. Ne? Ja, genau. Gut. Mond immer Anfang der Woche, das ist immer Montag, Dienstag, ist in Ordnung. So ab Mittwoch geht es immer los, dass es all wird. Dass es all und voll wird. Ja, gut ist eigentlich. Eigentlich ist es ja gut, wenn was los ist. Gut, haben wir. Jetzt muss nur noch eine Bremse ran, Sattel, Ruf. Was hältst du von dem Rad? Das ist gut. Das Modell gut. Olympia? Ja. Schön, wa? Sehr haltbar. Schön, genau, sehr haltbar. Wunderbar. Genau, das trifft's. So, den Kloben hier raus, weil da kommt eine Patentstütze ran, ist ja natürlich klar. Mensch, da wollen wir doch mal hoffen, ist ja schon 16:54, ist heute
Nicht los hier, ey. Gibt's ja gar nicht. Ich kann in aller Ruhe meinen, ich sollte ja nicht zu früh sagen. Obwohl, ist ja egal. Kundschaft wäre mir lieber, als dass ich hier so ein Ding aufbaue, was wieder ewig steht. Ich kann quasi in aller Ruhe einen Aufbau machen. Das war schon lange nicht mehr der Fall. Also. Also, da kam ja immer irgendwer und wollte irgendwas. Das ist ja nämlich so, dass. Alles voll am Rocken ist oder so, aber. Also, schon Betrieb manchmal. Manchmal wünschte ich mir auch, das würde weniger sein, tatsächlich. Aber eigentlich total bescheuert. Also, ich brauch das ja. Okay, super, wenn man ein bisschen was los ist. Und dann ärgert man sich nämlich wieder an so Tagen wie diesen, dass überhaupt nichts passiert. Geil! Hey. 25,4, so altes Maß, ne? Tja, jetzt müssen wir noch eine Schaltung einbauen. Und jetzt beginnt ja die Raffi-Tücke hier bei Tommy. Schaltung, wo kommt hier eine Schaltung hin? Also wie gesagt, zeigen jetzt nochmal. Also wie gesagt, hier kommt eine schöne Bremse rein, so eine Sora-Bremse, Rennradbremse hier, klack, kommt hier rein. Dann haben wir einen neuen Vorbau, wir haben einen neuen Steuersatz, wir haben einen neuen Lenker, wir haben neue Griffe, wie gesagt, einen neuen Bremshebel, neuer Bremszug, neue Bremse. Neu gefettetes, gewartetes Vorderrad von einem Peugeot, ne, von einem alten, das ist eine französische Narbe, Stahlfelge, Schlauch, Reifen draufgezogen, neue Tretlager, neu polierte, alte Tretkurbel, eine schöne passende Stahl, neue Pedalen, neue Kette, Hinterrad genauso, also auseinandergenommen, nachgeschaut, ob alles funktioniert, neu gefettete Lager hier bei dem, bei der Dreigangnarbe, Schlauch, Mantel, Reifen sind gebrauchte Reifen, gebrauchten Sattel, einen schönen Laser, neue Stütze, neue Klemme, auch hier gebrauchte Schraub, Sicherheitsspanner sozusagen drin. Ja, das war's. Im Grunde noch mehr ist ja nicht an so einem Rad dran. Da kommt jetzt eben noch der Schalthebel drin. Ein Schaltkettchen hatte ich auch noch rumliegen hier. Das sind ja alle Teile, die dann irgendwie auf so einer Rechnung stehen. Warum, wieso ist das so teuer? Genau auf der Rechnung. Ich würde sagen, jetzt gucken wir mal einfach, was wir hier noch so haben. Perfekt. Perfekt. Ich finde super. Ich weiß, es ist überhaupt nicht nach Vorschrift. Schalten sollte man ja am Lenker. Schaltgriffe an den Lenker bauen. Ja? Ich meine, ich will jetzt hier keine negativen Beispiele geben. Aber früher war es ja auch so, dass auch zum Beispiel den Dynamo anschalten. Das war dann eben an tatsächlich hier an der Sattelstütze dran. Der Schalter für den Dynamo, der hier unten runter lief.
Und angelehnt an dieses System, da musste man ja dann auch immer kurz so klack unter den Sattel greifen. Und ich meine, heutzutage sind Sattelhöhenverstellungen auf Knopfdruck, auch am Sattel teilweise, ja. Und so. Warum nicht? Warum nicht? Einfach so. In der Praxis wird sich das noch beweisen müssen, ob das gut ist oder nicht. Wenn nicht, zur Not kann man, wie gesagt, immer noch den Hebel nehmen und vorne anbauen. Na, ist immer noch annehmbar von der Schwere, vom Gewicht. Der klappert natürlich jetzt. Das nervt ein bisschen, aber egal. Das ist immer noch cool. Gut. Bis gleich. Fährt gut. Übersetzung ist halt scheiße. Ja, die ist wirklich old. Und der Rücktritt, alter Schwede, ey. Steht wie Sau. Aber ich habe ja das Ding vorne auseinandergenommen und die Bremsmantel in der Hand gehabt. Der sah eigentlich schick aus. Also, machen wir mal andere. Nochmal Bremsmantel fett drin machen, wa? Also, da muss auf alle Fälle noch Fett rein. Die Narbe muss ich halt nochmal zerlegen. Punkt 1, Narbe muss ich nochmal zerlegen, Bremsmantel mir anschauen, entweder einen neuen Bremsmantel bestellen, weil der bremst richtig so, stoppt dann richtig, ist richtig gut. Eigentlich aber ist ja nicht gut, das heißt, es ist schon eigentlich abgenutzt oder Fett fehlt, aber sah nicht so aus, sah eigentlich ganz gut aus. Wie auch immer, Bremsmantel fetten, einbauen, gucken, ob es funktioniert. Ansonsten die Übersetzung noch ändern und den Bremszug und Bremse Vorderrad anbauen. Ansonsten geiler Tag. Genial. Stimmig. Auch. Absolut stimmig finde ich das auch. Das Rad. Der Sattel passt doch perfekt dazu, weil das ist echt so ein Blau. Der Sattel jetzt wie das Rad passt und fährt sich gut. Es fährt sich einfach gut. Ja. Wieso? Mona hat Fieber. Und Mama wollte dich mal sprechen. Mona hat Fieber? Ja. Papa kommt jetzt und hat jetzt ein Fieber. Jetzt habe ich Fieber gemessen. Farbe, Mann. Frag mal die Farbe. Tief in die Indiane. Jetzt ist es bei 38,2. Was habe ich denn? Ich habe jetzt im Internet gelesen, dass sie vielleicht einfach nur zu warm angezogen sind. Habe ich immer ausgezogen. Und man sollte dann nochmal nach 15, 20 Minuten messen. Das ist das Gleiche. Du bist dran, also mit dem Oh, mein Gott. Jetzt bist du zu. Lebt es in Afrika? Nein. Papa kauft keine Fahrräder, oder? Nicht? Na klar. Ah. Okay. Weil da steht ja Rentin und Leer. Ja, auch. Steht aber oben drüber, steht Fahrrad, Handlung und Reparaturwerkstatt. Okay. Aber das andere ist im trendigen Grün. Ich habe ein Problem. Ja. Also ich zeig das Foto. Ich habe hier. Also ich wohne hier und der Vermieter hat mir ein Fahrrad gegeben und ist mir heute gestohlen worden. Toll. Mein erster Tag. Dein erster Tag in Berlin? Der zweite. Scheiße, willkommen. Vom Vermieter ein Rad geschenkt bekommen. Ja? In welchem Haus wohnst du denn? Hier, in Sonnenallee. Warum? Sonnenstraße? Sonnenallee, oder? Sonnenallee, ach so, ja. Ja, du meinst, oh nee, bei der Arbeit haben sie mir das. Okay. Es wäre so ungefähr. Ach, jetzt heute mit der Kleinen noch zum Arzt fahren, das ist echt. Hat ja auch nichts besser zu tun, ne?
Vor allem ist es ja auch wirklich weit weg. Ne? Das ist ja nicht mal so in der Ecke. Ja, ist ja näher dran. Ist nur gerade erst geboren worden da. Mal gleich wieder dahin bringen. Reklamieren. Die läuft warm. Der Akku läuft warm. Mit deiner GoPro. Ja, genau. Mal rumtauschen. Nee, wollen wir ja nicht. Wir hätten ja das Kit behalten. Nehmen Sie einfach ein neues aus dem Regal. Machen Sie mal, ich habe hier einen Rückläufer. Er sagt, ich brauche noch eine halbe, dreiviertel Stunde und dann machen wir mal los. Hast du den anderen Schlüssel gefunden? Ja, da guck da. CR2032. Sind wir im Krankenhaus. Toll. Schon wieder. Na, hoffen wir mal, dass jetzt. Ja. Zeig mal deine Mütze. Baby. Ach man. Muss hier bleiben. Eine Woche. Eine Woche. Sehr gut. Krankenhausabmoderation. Auch mal was anderes. 0 Uhr jetzt. 0 Uhr. Wir sitzen im Spielzimmer im Krankenhaus. Ona muss eine Woche hier bleiben, muss behandelt werden, hat einen Zugang am Kopf gelegt bekommen und. Hallo Mama? Ich wollte dich was fragen. Und Mann, ist total fertig. Mann, ich ist. Ja. Und jetzt muss ich mit dir hier bleiben. Bis morgen. Ciao.